Ach ja, Mutti, so ist das. Mutti. Lass Wir das mal gehen die Mutti schnell machen. Die Mutti in macht das gut. den. Ja, die Mutti macht das toll. Oh, warte. Rechts, 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 Ja, rechts, 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 ist rechts. gut. Ja. Ey, chill. Bin ich doch. Oberböll. Oberbü. Aber Oberbau. Bell. So. Ist Gut. eine verschissene Post. Nein, darfst du nicht. Was? Warte mal, das hier mache ich mal ganz kurz weg und das hier drin. Und hast du einmal das Nest finden drin? In deiner Liste? Ja. Okay, dann machen wir das jetzt als nächstes. Müssen wir nur kurz was zu trinken eingießen. Dann einmal bitte Spinne töten. Mach mal, ich folge dir. So, das heißt, ich scroll hier schon mal wieder raus. Weil, auch für die, die mich nicht kennen, ich hasse Spinnen. Ich habe panische Angst vor Spinnen und sobald ich eine sehe, schreie ich. Das ist die Kurzform davon, von meiner Phobie. Aidaria sieht eine Spinne. Scheiße, eine Spinne. Eine Spinne sieht Aidaria. Scheiße, Aidaria. Schön wär's. Das war aber keine Spinne. Nein. Wir müssen uns weiter links halten. Boah. Soll doch gar nichts hier. Was hast Nicht du denn jetzt für du, einen nicht du. Sachen? Masaki hat gerade einen Sound Alert gemacht. Ach so. Jumpscare. Alter, willst du mich umbringen? Vor allem so komplett einmal aus dem heiteren Himmel, ne? Oi. Ui. Eieiei, da ist eine Spinne. Oi, 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 wo? Ach so, da, jo. Die schon tot ist. Oh Gott, ich Warte, muss einmal meine warte. Katzenöhrchen hier. Klingt irgendwie so wie so ein Java. Java? Hititi. Ach nee, sag ich mal Hititi. Ja. Star Wars, Java, Hititi. Ach ja. Jetzt bin ich wieder auf der Höhe. Ah, Alzheimer Spätlese, ne? Ja. Das ist das Gute. Da kommt eine Spinne. Ja, ist klar. Komm her, du Mistvieh. So, zack, bumm. Eieiei. Anzahl besiegter Spinnen. Gibt es dafür eine Drei. Bezwingertat? Ja. Boah, die hangeln sich da runter. Ist ja widerlich. Komm, ich schreie sie an für dich. So. Ja, bitte töte sie lieber für mich. Mami kann Ja, ich das bin auch nicht. dabei. Ja. Ein Grund mehr, warum ich immer Jäger spiele, weil dann kann ich Spinnen immer aus dem Hinterhalt töten. So, wir haben 6 von 6. Ja, aber wir brauchen die Bezwingertat. Kann das nicht mehr sein. Nee, ehrlich. Kriegt ja gleich so irgendwie so ein bisschen Brechreiz, ey. Was ist das denn jetzt hier für eine Scheiße? Was ist denn das hier? Nein, ich verzichte doch. Ich möchte das nicht, ne? Ich möchte das nicht. Ja, Ja, aber die ich macht gerade. mich hier tun. Schön. Na, mal sehen, wer schneller ist. Alter, oder der Spinner. Die Spinne hat gewonnen. Tja, Mutti, auf deine alten Tage bist du einfach langsam. Hätte die Spinne gewonnen, wäre ich tot. Wow, ein Pfeil. Der ist es ja gezeigt. Ah, oh Gott, was denn? Ich. Mein Gott. So hart. Scheiße, ich habe nicht mal meinen Helm aufgesetzt. Ey, toll. Alles versaut hier. Nochmal zurück von vorne. Das habe ich gehört. Ey, Alter, den du gehst.
Nee. Ja, komm, geh! Alter, da krabbelt's! Ja, du krabbelst überall, man. Da wird da einfach drauf gehauen. So, da ist er einfach umgefallen und gut ist. So, können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Warum können wir hier nicht durch? Okay, weil wir dafür noch nicht die passende Aufgabe haben. Nicht die passende Aufgabe. Boah! Gott, das ist ein Spinnnetz. Ey, hallo, wir haben Schwerter. Wieso kommt. Spiele, ey. Boah, ich will hier weg. Ihn doch schon zu. Also wieder Freizeit tut aufsitzen, Mann, das ist immer eine Arbeit, ey. Was denn? Da war das gekrabbelt. Da ist so ein Viech. Warum gehst du da auch noch dahin? Ja, weil wir die Bezwingertaten machen müssen. Oh, ich hab gesagt, sag das nicht noch einmal. Ist mir doch egal. Ja, mir auch. Oh, hier, Escape, beenden, zack, da, bumm, so. Machst du sowieso nicht. Du würdest mich niemals mit den Spinnen allein lassen. Nein! Nein! Das tust du nicht. Das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Möglichkeiten. Da müssen wir nicht hin, da sind zu viele Beeren. Okay, sehr schön. Oh, ja, Spinne. Was? Spinne. Und noch ein Eberesche-Zweig. Zweigchen. Zweig. Ein Zweig. Ein Zweig. Ich komme gerade immer noch nicht so ganz drauf klar, dass ich jetzt fast im Besitz von Final Fantasy 1 und 2, dem Lösungsbuch, bin. Ja. Hier, Zweig. Ja, ich sammle und die alle Eberschen-Zweige. Ach, der interessiert dich jetzt nicht, oder was? Nee, wir wollen doch auch mal weiterkommen. Warte mal, vielleicht, was macht mehr Sinn? In die Richtung zu gehen. Das macht mehr Sinn. So, jetzt kann ich auch wieder ranzoomen. Achso, denk dran, immer mal wieder in deinen Beutel reinzugucken. Oh Gott, schluck auf. Ja, ja, mach ich schon. Ja, mach. Bitte brauch ich dir was. Scheiß Spiel. Wenn du dir was brechen möchtest. Ich glaube. Oder? Nee. Schade. Hat's bei mir nicht geklappt. Hätte aber klappen können. Dann lauf mal durch den Tümpel. Ja, ich hab dreckige Fuße. Fuße. Maurice, nicht die königlichen Fuße. Ja. Nicht die königlichen Fuße. Was habe ich dir gesagt über die Fuße? Er hat sie vor deinen Fuße. Füßen gewarnt. Maurice. Maurice, ja. Ah, oh, du musst echt bei hierher kommen. Ich war schon. Bei dir. Ja, Filmabend und so. Und Gamingabend und ach, was weiß ich, was wir dann alles. Wobei, wenn du ja tatsächlich im Wochenende bleibst, ein Tag Film, ja, ein Tag. Alles andere lohnt sich nicht. Ein Tag saufen, ein Tag zocken. Ja, doch, das passt. Also ich habe gerade noch auf dem Schirm. Ein Tag saufen. Ja. Und dann nach Hause. Okay, sagen wir es so. Ein Tag Film und saufen, ein Tag spielen und saufen und ein Tag saufen. Oh, saufe. Saufe. Morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Achso, falsch Richtung. Der Hahn. Hast du das Ding jetzt eigentlich auf 18?
Nö. Das kann ich ja gar nicht sagen, was ich sagen wollte. Nee. Ich habe das aufgrund dessen nicht ab 18, weil es auch noch jüngere Zuschauer gibt, die das hier bestimmt gucken jetzt wollen. Jetzt doch nicht mehr. Guck mal, wir haben es... Alter, wir haben Corona-Zeit. Corona, da interessiert sich keiner für. Wir haben es 23.87 Uhr. Was soll das denn? Ja, da Twitch ab... Also Twitch ist ja ab 14. Ich denke mal 14, 15, 16, 17-Jährige werden sicherlich noch online sein. Ja, schon abgesehen davon, dass es 23.87 Uhr nicht gibt. Aber dürfte ja, ich kurz mit euch sprechen? Ganz ehrlich, ich als Teenager war um diese Zeit immer wach, egal was meine Eltern gesagt haben. Ich saß zu dieser Zeit mit 14, 15, 16, 17, saß ich in meinem Zimmer vor meinem kleinen Netbook, habe Let's Plays geguckt, habe gezockt, habe alles Mögliche gemacht, aber geschlafen habe ich nicht. Also, ne? Da rufe ich gleich mal deine Mutter an, mal sehen, was die dazu sagt. Meine Mutter weiß, was ich da gemacht habe. Meine Mutter weiß das. Die hat nur nie was gesagt. Hör auf die Mutti. Da meine Noten immer so, bis auf Mathe und Englisch, immer so in der Norm waren, warum was sagen? Ich muss das aber nochmal eben schnell in die Küche. Ja, mach das. Das sei dir gestattet. Das hätte ich auch so oder so gemacht, also von daher. Bewältige auf. Was ist die Aufgabe? Hä? Das ist eine wiederholbare Aufgabe. Okay, jetzt wiederholen wir die Aufgabe nochmal, ne? Scheiße. Egal. Und wird schon alles seine Richtigkeit haben. Was ich aber einmal mache, ist hier den Marktstein einmal binden. Damit wir dann immer hierher kommen und nicht nach. Oh, in die Eredluin. So, dann würde ich jetzt sagen, dass wenn Kaya gleich wiederkommt, dass wir dann hier einmal eine Salbe gegen Stiche machen. Nadelhuhe ist da oben. Waldhof. Das hier weiß ich nicht, das beste Versteck. Wird mir gerade so jetzt nicht angezeigt, auch okay. Ach so, anstehende Aufgaben. Wir sollen einfach nur irgendwelche Aufgaben. Irgendwelche random Aufgaben bewältigen. Okay. Na gut, dann. Statt hierhin nach da, dann nach Nadelhol. Da eine die Aufgabe abgeben. Und dann nach Waldhof. Beziehungsweise dann hier gucken und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und bis auf das Buch der Taten und hier hinten die Ecke sollten wir dann fast alles fertig haben. Emin Muil. Okay, ja gut, das dauert doch, bis wir da angekommen sind. Wir müssen uns ja sowieso noch Zusätze kaufen, davon mal ganz abgesehen. Alles haben wir ja bei Weitem noch nicht. Und Eriador erwartet uns ja auch noch eine ganze Ecke. Eriador! Achso. Klick mal hier bitte den Marktstein an. Okay. Dann ist da ja ein Fenster und geh mal unten auf Binden. Ja, hab ich. Dann... Möchte diesen Ort wirklich zu einem neuen ersten Bindungsraum? Ja. Weil dann starten wir nicht, wenn wir irgendwann uns einmal teleportieren sollten. Denn dann landen wir nicht in Eredluin, sondern hier im Auenland. Dann sind wir näher an dem Ort, wo wir dann irgendwann mal hinkommen sollten. So, ich habe jetzt gerade meinen Zuschauern einmal berichtet, dass wir jetzt einmal in Richtung Binsenmoor, also im Anfang der Map, zurückgehen. Weil wir ja ein Nadelhol... Ab in die Binsen. Weil wir ja in Nadelhol noch eine Aufgabe haben, die wir ja abgeben müssen. Oder war doch abgeben, ne? Ja. Wissen wir das? Ja. Und okay. Dann auch gleichzeitig ein paar Kröten töten können, die wir für die andere Quest brauchen. Ja. Damit wir das dann auch erledigt haben. Das können wir gerne noch machen, aber dann werde ich auch nicht mehr allzu alt. Du bist doch schon alt.
Ja, darum ja. Ich kann hier einfach mein Sauerstoffgerät anschließen. Ah, schön. Also, das Schlimmste ist, ich würde dich am liebsten noch. Schön. Weißt du, wenn ich da wirklich dran hängen würde, ach schön. Okay, irgendwie bugge ich hier gerade fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, ich Liegt kann vielleicht nicht. an deinem Internet? Weil oft spinnt Nein. das. Ja, doch, oft spinnt das Internet und dann kann man sich selber nicht mehr bewegen. Ja, toll, aber ich meine, ich höre dich ja noch und alles toll. Oh, nee, jetzt komm. Warte mal, vielleicht wenn ich einmal brülle. Einmal brüllen? Das Spiel ist abgekackt. Echt? Ja, ich gebrüll, warte mal, oben mach. Kann ich hier Also oben bei noch mir, brüllen? also bei mir tust du das alles. Ne, bei mir nicht. Ich sehe überhaupt. Kleiner Wichser, beweg dich jetzt. Schön. Toll, D'Artagnan, alles für den Arsch, ey. Das. Aber ich starte mal eben neu. Okay. Nee, abmelden, war doch Soll ich hier erstmal warten? Ja, bitte. Okay. Ja, nein, es hätte ja sein können, dass ich schon weitergehen kann. Nein, Kaya Ja. hat mich verlassen. Mein Sohn hat mich verlassen. Er ist Die einfach Verbindung verschwunden. zum Server wurde unterbrochen. Ja, das habe ich festgestellt, dass die Verbindung zum Server Nein, unterbrochen echt? wurde. Ich wusste noch gar nicht. Tief durchatmen, So. tief durchatmen. Ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Der wird auf Ganz ehrlich, ich Serenis. merke jetzt, dass sie Rückenschmerzen hat. Ah, schön. Ja. Oder auch Schön. nicht. Ja, gut, wenn dir das so gefällt, ja. Nein, eigentlich Was hier nicht, jeder nur sagen, scheiß aber. Rückenschmerzen. Und sie sagt, ah, oh, schön, ich habe Rückenschmerzen. Ja, so in der Art. Geil. Vielleicht geht ja auch einer drauf ab, wer weiß. Hallo, der Stream ist nicht ab 18. Ich meine ja auch deine Rückenschmerzen. Vielleicht findest du das ja toll. Das, also, Nein. ich meine, es ist ja nur so, dass man, ne, vielleicht sagt man ja so, na, ist cool. Nee, aber wir sollten jetzt nochmal klären, ob wir dann am Dienstag oder am Mittwoch aufnehmen. Das kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen. Das kann ich dir frühestens morgen sagen. Weil das wäre dann ganz wichtig, weil wenn wir Dienstag machen, dann Weiß. müsste ich morgen oder am Mittwoch streamen. Wobei ich wahrscheinlich eher Mittwoch sagen würde, dass ich dann streame. Ah. Hey, Muskis hier, bist du auch wieder Hab da? jetzt erst hier raus. Welcher Server war das? Belega war das. Wir sind auf Belega. Bellega. Oh Gott. Nee, Bellega. Nicht gut. Belega, Belega, Kaya ist wieder da. Hallo, lauf nicht weg. Tue ich nicht. Ich wollte nur aus dem scheiß Wasser raus. Glaubst du, er tut es dir wieder an das Wasser? Ich glaube ja. Okay. Na, Steinchen komplett den Faden Kroh, verloren. Steinchen Kroh, ja, das macht die Katze froh. Ja. für alle, die das nicht wissen, Steinchen Kroh ist aus Legacy of Kain: Blood Omen 1 eine Ortschaft. Und die Ortschaften dort sind sehr ans Deutsche angelehnt. Also der Deutsch angesiedelt mit dem Namen. Ich wusste es nicht. Also es gibt Steinchenkoh, es gibt ja gut, Ustenhain, aber Ustenhain ist jetzt nicht ganz so deutsch, würde ich Muss ich sagen. mir Sorgen machen, dass das Wasser bei mir rot ist? Rot? Ja, rot. Bei mir ist es nur rot durch die Blut. Spiegelung. Ja, das kann auch sein. Hä? Rot. Ja, hier Ja. gibt es ja noch ein paar Bezwingertaten, die wir machen können. Sumpfschnecken. Eine Sumpfschnecke. Töte die Sumpfschnecke. Mach doch. Ja, du auch. Geht zu zweit schneller, ne? Dann kommen wir schneller zu unseren Bezwingertaten. Alles ist ein Mückenschwarm. Ich habe keine Schnecke. Ha. Ha. Toll. Doll. Doll. Zum Da, Bohr. da, 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 da,
Da. Kannst du mir mal den Mückenschwanz vom Blatt halten hier? Ja, mache ich doch gerade. Du weißt, wenn, ach so, du schon, wenn du schon die Schnecken nicht tötest, dann wenigstens hier einmal. Ich bin doch gerade dabei. Och, Mädel, ey. Übermorgen. Oh, ist ja alles neblig hier. Ach du Scheiße. Ich meine Brille nicht auf. Nein, da ist eine Kröte. Beziehungsweise erstmal eine Sumpfschnecke. Die ist wichtiger. Psch, guck mal, vom Baum gelaufen. Ja, ich meine Brille. Ich sehe nichts. Meine Brille nicht auf. Mann. Hast du mir die wieder weggenommen? Nee, du hast einfach nur vergessen einzupacken. Hä? Ja, ich meine, es ist nicht. Das ist, hä? Ist das. Warum greife ich nicht mehr an? Greife nicht mehr an. Was für ungültig. Was? Alter, greif an! So, jetzt endlich. Mann. Ja, endlich wieder was töten, ne? Alter, das ist unsere Aufgabe. Ich kann dich auch töten. Mal sehen, wie dir das dann gefällt. Du immer noch so große Sprüche klopfst. Was war denn mal unser letzten PvP? Wer hat denn da abgekackt? Ja, genau. Und jetzt sind wir ja ein bisschen stärker. Ja, mach doch. Greif mich doch an. Nee. Wir haben wichtigeres zu tun. Ich zeig's dir irgendwann noch. Irgendwann zeig ich's dir noch. Und dann trete ich dir sowas von in den Hintern, dass ihr Hören und Sehen vergeht. Haha. Dann machen wir PvP aber richtig. Du. Ja, ich. Ja, ich. Weißt du, ich tritt mit meiner Anfangsausrüstung jetzt gegen dich an und ich gewinne. Das glaubst aber auch nur du. Hauptsache einer, der es glaubt. Wenn ich das angreifen muss, glaubst du mir das schon wieder, ey. Es ist einfach nichts. Such lieber nach den Kröten. Das ist die. Ich soll nicht irgendwas suchen, du rottest doch alles aus. Ja, du läufst mir ja auch nur wie ein kleiner Blinder da hinterher. Ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ja, dann liest doch mal die Aufgaben. Du sollst eine Kröte finden. Wir brauchen Krötensteine. Ja, der Kröte lacht sich gerade hinterher. Oh, Scheiße. Geh mal lieber weg. Ich kann ihn nicht angreifen. Kann ihn nicht angreifen und ich kann dich auch nicht. Ja, aber du meine Mama. Auch nicht mit dir kämpfen. Oh. Ja, wahrscheinlich wirklich, weil ich deine Mama bin. Deswegen können wir nicht mehr zusammen kämpfen. Ja, dann mach das wieder rückgängig. Nein. Ich will aber. Du darfst aber nicht. So, ich habe hier Kröten gefunden. Weißt du, ich finde welche und du guckst in die Gegend an. Was für Gegend? Hier gibt's doch gar nicht so viel zu sehen. Ein Sumpf. Ist doch eh nur alles sumpf und nebelig. Wir brauchen Krötensteine. Das ist hier keine Sightseeing-Tour. Krötensteine. Krötensteine. Abgesehen davon, wenn du die immer schon alle mit deinem Bogen da kaputt schießt, was ich denn da. Ja, weißt du, du läufst mir ja auch hinterher. Such doch mal deine eigenen Gegner. Statt mir immer hinterher zu laufen. Aber wir haben noch dieselbe Aufgabe. Ja, deswegen ja. Dann würden wir ja schneller vorankommen, wenn du mal. Ja, wir haben es doch geschafft. Ist doch gut. Ich bleib doch mal ruhig, ey. Denk an dein Herz. Wieso? Ich bin immer noch bei 1 von 4. Ich habe hier gar nichts geschafft. Ich bin bei 1 von 4. Kann ja gar nicht sein. Bei mir stand 4 von 4. Guck doch bei mir ins Stream. Ich bin bei 1 von 4. Ich kann es nicht, wenn ich es raustappe, aber ich kann Bock wieder reinzutappen. Das ist doch ein Handy, oder nicht? Das muss ich ja wohl auch nicht damit. Das muss ich ja wohl nicht damit jetzt belasten, ne? Also bei mir kommt da gar nichts dazu. Warte mal. Warte. Jetzt schau ich mal eben. Nein, warte. Ich schick dir mal ein Foto. Ich kann jetzt zeigen, dass ich nur ein Foto habe. Ich schau gerade in Stream. Hallo. Ah, das ist aber sehr klein. Ich sehe das nicht. Huch, das bin ich. Also jetzt, das ohne bin Scheiß, ich sehe das nicht. Ja. Okay. Da. Genau, mach mal Fotografie. Ja. Ah, herrlich. Aber was findest du eigentlich? Ich hatte noch alles fertig. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, ich habe da was bekommen. Ah, und ich.
Bei den Krötenstein. Ja, ich kann lesen. Okay, ja gut, dann weiß ich nicht, warum bei mir das so zählt. Also, dann kann ich gerne nochmal auf L gehen. Auenland, das war, wie hieß die Aufgabe? Eine Salbe gegen Stiche. Also am Internet kann es nicht liegen. Ja, ich habe 4 Krötensteine. Weil diese Schnecken, die haben gezählt. Das heißt, im Internet kann es nicht liegen. Das heißt, bei mir haben die Krötensteine einfach noch nicht gezählt. Ja, warum? Die Schnecken zählen, aber die Krötensteine kriegen nicht. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Ja gut, dann müssen wir jetzt so lange machen, bis ich die Krötensteine kriege. Weißt du, ich mach die Arbeit. Du stehst einfach nur blöd rum, suchst gar nicht und ich kriege irgendwie keine Krötensteine ab, oder was? Krieg ich ja nicht für. Ich mach deine Arbeit und ich kriege einfach nichts. Ja, aber da kann ich auch richtig für. Ich hab doch nicht gesagt, gibt der Mutti das nicht. Das habe ich nicht gesagt. Wer weiß, du hast das Spiel manipuliert, jetzt draufgegangen bist. Ja, wahrscheinlich. Da ich auch mit Vorgemehen und so viel Ahnung habe, ne? Mhm. Ja. Ja, klar. Und sonst so? Noch irgendwelche komischen Fantasienideen da, so, was ich gemacht haben könnte? Nur, dass du das Spiel manipuliert hast. So, ja gut, ja. Dann müssen wir jetzt auf die Suche nach Krötensteinen gehen. Das wäre nett, wenn du im Umkreis von den Metern, die wir hier auf der Map haben, mitsuchst. Nicht nur hinterher rennst. Ach so, scheiße, ich habe hier gerade Autofolgen gemacht. Ich dachte, ich könnte das jetzt. Naja. So, 2 von 4 habe ich. Ich habe tatsächlich für dich, habe ich hier mitgemacht. Na, und jetzt kriege ich erstmal Krötensteine. Kann du das meine Mutter, das kannst du wohl mal machen, oder? Alter, ich mache hier die ganze Scheiße alleine. Wer hat mich denn dazu genötigt, das Spiel zu spielen? Ja, und? Das heißt, ja, das ist ja, nichts, dass ich hier alleine alles machen muss. 3 von 4. Alter, ich habe tatsächlich eben nur für dich deine scheiß Aufgabe gemacht. Jetzt gehen die Argumente aus. Weißt ich hab da nicht drum gebeten, weißt ne? Weißt du, ist zu faul, irgendwas Online. Zu machen, ne? Ja, nu? Nee, unglaublich. Ja, gut, ne? Unglaublich. Du weißt doch, wenn ich mein Schwert schwinge, ich krieg immer so Schwielen an den Händen. Außerdem habe ich einen Tennisarm. Das geht doch auch nicht. Hier, Krüte. Ja, er will nicht angreifen. Jetzt, 4 von 4. Ja, also. Ja, so, auch endlich mal, nachdem ich deine Aufgabe erledigt habe. Gott, bist du nachtragend, ey. Ja, aber richtig. Was denn? Ich hoffe echt... Ich hoffe echt, dass der, wie heißt er? Marcin? Masaki. Masaki. Dass er nicht mit uns zockt. Guck mal, was das für eine Zicke ist, ey, wenn du noch da bist. Lass das lieber, ey, du tust dir keinen Gefallen. Nein, das war nur bei dir. Ah, so läuft der Hase. Ja, natürlich. Mit dir kann man's machen. Okay, jetzt reicht's. Jetzt bleib ich hier stehen. Ah, ich lehne mich jetzt zurück und bleibe stehen. Guck mal, du schießt durch mich durch. Nein, eigentlich will ich hier gerade Emotes machen. Geht nicht, wenn du im Kampfmodus bist und ich auch nicht. Ja, aber ich habe es tatsächlich rein. Keinen angegriffen. So, warte jetzt. Wo ist es denn? Sag mal! Ja, das war dafür, das kann man nur mit mir machen. Sag mal! Du bist auch noch weggegangen! Ich bewege mich nicht. Ich klatsche doch ein. Ich bewege mich doch nicht. Was? Ich wollte gerade jetzt einfach mich entschuldigen und du? Kleines Stückchen Dreck, du. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Du wolltest dich entschuldigen, ey, ist klar. Ich wollte mich entschuldigen, du kleines Stückchen. Mhm. Aha. Und morgen ist Weihnachten. Ja. Ja, ja, komm. Nee? Nee? Oh ja, wir müssen ja ins Auenland. Eigentlich gibt's Wichtigeres, aber wir gehen ins Auenland.
weil das Auenland ist toll. Ganz Mittelerde ist am Arsch, weil wir gehen ins Auenland und machen Postboten und bringen Kuchen. Mann, Mann, Mann. Ich würde mich auch noch im Sumpf versenken. Scheiße, ne? Funktioniert wohl nicht. Klebt dir am Arsch wie so eine Scheißhausfliege, ey. Oh ja, Mücken, hey, komm. Greift sie an, saugt sie aus. Alter, das nicht anders verdient. So. Ich bin mal gerade rausgetappt. Also dein Gesichtsausdruck ist unbezahlbar. Ist okay, lauf, ich bleib hier stehen. So. Kommst du ins Gefängnis mit, sonst müssen wir die Sumpfkröten nochmal töten. Oh. Also nicht die Sumpfkröten, sondern die Sumpfschnecken. Mach das hier für uns, da du ja nichts tust. Ja, weißt du, erst folge ich dir, dann ist es falsch. Jetzt bleib ich stehen, dann ist es auch falsch. Und, so, und das kannst du jetzt nicht widerlegen, weil das ist auch streamtechnisch so. Es kommt immer drauf auf die Art und Weise an, wie du dich mir gegenüber verhältst, ja? Mir als deiner Mama. Auf die Art und Weise an, wie du dich mir gegenüber verhältst. Nein. Richtig. Nein. Doch. Weißt du, nein, du stehst blöd rum, läufst mir hinterher, tust nichts, läufst nicht mehr in eigener Aktion rum, nein, folgst immer nur mir. So, ich laufe doch jetzt gerade selber. Und wir töten immer nur einzeln die Gegner. Statt, dass wir mal in der Gruppe losziehen und ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Aber komplett. Bist du auch aus dem Spiel geflogen? Nein. Nicht? Tja, das kommt davon, wenn du gemeinsam bist, merkt jetzt das Spiel und sagt, und tschüss. Ich bin aber komplett rausgeflogen. Jeder, kurz. Wie er es verdient. Jeder, wie er es verdient. So, warte, aus Mod-Liste entfernen. Tu dir keinen Zwang an. Aber dann bin ich auch wirklich weg. Ja. Du, jetzt startet das Spiel dann neu. Ja, ich bin dabei. Dass wir noch eben das zu Ende machen können. Ich bin doch dabei. Oh, da bist du ja wieder. Hallo. Was? Ich bin noch gar nicht da, hä? Hä? Doch, du stehst doch neben mir. Mhm. Soll ich dir ein Foto schicken? Ich bin im Ladebildschirm. Ich habe noch nicht mal meinen Charakter ausgewählt. Okay, jetzt bist du weg. Ich bin jetzt erst wieder im Charakterfenster. Hä? Ja, ohne Scheiß, du standst bis eben. Ja, du, ich glaub dir das. Du standst ja auch noch eine ganze Weile eben. Hier oben in der Liste. Du hast 266 HP von 835. Also. Ja, wie... Ach, da bist du. Ah, hallo. Wie gesagt, das war ja eben auch so. Jetzt bist du wieder da. So. Willst du mich noch binden noch? Oder, ah, nee, ja, eben warst du noch. Eben warst du noch bei der Gruppe. Eben konnte ich dir noch nicht hinzufügen. Ich kann dir auch immer noch nicht hinzufügen. Ja, ich hab dich auch noch hier drinne. Ja. So bei mir jetzt. Also. Ja. Ja, okay, gut. Okay. Ja, cool. Dann ist das halt so, ne? Ja, wir haben ja bald alle Sumpfschnecken. Sumpfschnecken. Die arme Kröte. Diese Sumpfschnecken sehen aber echt eklig aus, ne? Sind die Spinnen lieber? Nee, aber... Siehst du. Ja, ich sag doch nur, dass sie eklig aussehen, nicht, dass die... Ja, tun sie auch. Sind halt Schnecken, ne? Also so. Also die Kröten, finde ich, gehen. Ey, ehrlich gesagt, ich mag auch keine Kröten. Also, nicht? Nee, Schnecken finde ich vollkommen in Ordnung. Also Schnecken finde ich ekliger als Kröten. Also ich meine, ich,
Nacktschnecken ja, aber so mit Häuschen doch, die finde ich cool. Ja gut, die mit Häuschen, die sind sowieso super. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber du magst keine Nacktschnecken? Nein, die sind echt nicht. Echt? Ich weiß noch, ganz, ganz früher, wie meine Großmutter sich mal angestellt hat, die hatte halt so Büsche. Die hatten halt, ihre Wurzeln und dann konnte man halt diese Büsche quasi so einmal hochklappen, weil sie halt sich dann ja so ausgebreitet haben. Und darunter waren dann immer so jede Menge Nacktschnecken. Und meine Großmutter hat sie dann immer einzeln mit so einem Küchentuch dann aufgesammelt, in Eimer gelegt. Okay. Und ich weiß noch, die hat sie dann immer ins Pflichtgrundstück geworfen, weil sie hatten, oder haben halt ihren Garten in der Gartenkolonie. Und direkt dahinter ist halt eine große Wiese mit Spielplatz und so weiter. Und da hat sie dann die Schnecken hingeworfen. Und ich weiß noch, wie dann, es hat dann am selben Tag noch geregnet. Und die ganzen Schnecken wirklich in einer Armee wieder zurückgekommen sind. Das sah so cool aus. Und ich wünschte, ich hätte zu der Zeit ein Handy gehabt. Und ich habe das so meiner Oma gezeigt und sie so, das ist nicht dein Ernst. Hat sich geekelt davor. Und wirklich diese Schnecken, das waren 30, 40 Schnecken, alle in einer Tour wieder zurückmarschiert. Alle zurück ins Beet. Und wir haben wirklich am nächsten Tag geguckt, es waren 100 pro, fertig mit dir, die gleichen Schnecken. Die waren nämlich original wieder unter demselben Beet. In derselben Pflanze. Ich meine, letztendlich sind Nacktschnecken ja nichts anderes als ohne Häuschen, aber ich finde die tatsächlich eklig. Also so eklig finde ich die gar nicht. Haben wir hier bei uns, im Wald hier en masse. Was habe ich kein Problem mit? Nehme ich hoch, wie gesagt, dass ich mir auch über den Arm und so krabbeln oder kriechen. Aber so eine Nacktschnecke, ach Gott, da strömt ich mir gerade echt. Also das Einzige, was ich bei Nacktschnecken eklig finde, ist, wenn sie so eine ganz dunkle Färbung haben. Es gibt ja einmal diese... Die Schwarzen, meinst du? Ja, die Schwarzen. Die finde ich eklig, weil sie so Ähnlichkeit haben mit Blutegeln. Ja, stimmt. Deswegen finde ich die halt so extrem eklig. Die hellbraunen und dunkelbraunen, die gehen ja. Da hab ich auch nichts gegen. Aber so diese ganz Schwarzen, die echt aussehen wie Blutegel... Bah, nee. Da habe ich dann auch so leichte Probleme mit. Nicht so wie meine Oma. Wir haben damals in der Grundschule hatten wir dann mal so ein Experiment gemacht. Da haben wir uns Schnecken von der Wiese geholt, also normale Schnecken, normale Schnecken, jetzt keine Wärmeschnecken. Und dann, dann sind die über so ein Messer gekrabbelt und die verletzen sich ja nicht durch diese Schleimspur. Mm. Und da mussten wir das halt beschreiben, warum das so ist. Das war cool. Und da hatten wir so eine Art Aquarium, also eher ein Terrarium. Da haben wir das für die eingerichtet und dann so ein Netz drüber gespannt, festgemacht, dass sie nicht abhauen, also halt auch gefüttert und befeuchtet. Das war cool, das hat mir richtig Spaß gemacht, da haben wir viel drüber gelernt. Okay, sowas haben wir tatsächlich überhaupt nicht gemacht. Die einzigen Ausflüge, die wir so gemacht haben, zumindest einmal. Nein, das war ja kein Ausflug, das war einfach nur. Ja, aber wir haben halt Ausflüge gemacht, beziehungsweise einen, um halt was zu erforschen. Und das waren halt Tiere aus einem Teich in einer Großstadt. Wieso das unbedingt in der Großstadt sein musste, keine Ahnung, frag mich nicht. Und ich weiß noch, dass damals einer aus meiner Klasse in den Teich gefallen ist. Und wir mussten halt da, ich weiß nicht, unsere Schule hat es ja wirklich so drauf, immer in Gruppen. Immer in Dreier- bis Vierergruppen. Und man wurde auch immer in die Gruppe gesteckt von Leuten, die einen die ganze Zeit eigentlich immer nur gemobbt haben, was weiß ich. So, ich dann in dieser Gruppe. Immer genau in die Falschen. Mhm. Und ich dann natürlich im weiten Abstand zu den anderen Leuten, weil ich gedacht habe, ja gut, okay, wir sind da an einem Teich, ich kann nicht schwimmen. Die Leute wissen, ich kann nicht schwimmen. Ja gut, ich werde da drinnen landen. Das war so meine Befürchtung. Dann ist aber halt ein Mädchen direkt da reingefallen. Und das Geilste ist, da waren tatsächlich irgendwelche Viecher drin, die sie dann an der Haut kleben hatten. Es waren keine Blutegel, es waren irgendwas anderes. Irgendwas anderes schwarzes, glibberiges. Okay. Alter, die hat die ganze Kolonie da zusammengeschrien, weil wir da halt auch in so einer Art Gartenkolonie waren. Zumindest war das halt da umgeben von. Und plötzlich standen die ganzen alten Leute da. Die ganzen Leichen standen dann da und haben uns dazu gesehen. So. Und ich dachte auch nur so, Alter. Jo, schön. Alter. Ja, die fanden das toll. Die fanden das richtig spannend. So Kinder, die da um den Teich rumstehen, eines reingefallen und ja, da sind
hat er halt so komisches Zeug an sich rumkleben. Ja, toll. So, wir okay. Ich glaube, wir brauchen nur noch eine Sumpfschnecke, dann haben wir die nächste Bezwingertat fertig und dann können wir die eine Quest abgeben. Ja, und ja. Dann verabschiede ja, ich mich. Dann ist für uns bei der Feierabend. Du dann auch, oder? Ja, ja, ich dann auch. Weil heute ist ja der Gruppentag. Und ich sollte vielleicht mal einen Tag, vor allem wenn ich morgen wieder auf Hundi aufpasse, also auf Cleo, dann sollte ich zumindest mal wieder ein bisschen Schlaf kriegen. Und nicht wieder bis 3 Uhr machen. Bringen sie mir, aber ich glaube, Sina verträgt sich nicht so mit ihr. Also sie verträgt sich auf jeden Fall sehr gut mit anderen Hunden. Oder ja, tatsächlich ist Sina da echt eine Zicke. Also... Oh, unsere Kater, unsere Kater, ne? Sina verträgt, das sind, ne, beziehungsweise 2 Hunde, das ist einmal, also der Hund von meinen Eltern, Timmy. Mhm. Ganz einfach, weil sie den auch schon von klein auf kennt. Und von Andi, der Hund, der Charlie. Mhm. Aber ansonsten also auch ihre eigene Schwester, also von meiner besten Freundin jetzt hier, der Hund, mhm. Das sind ja Geschwister, Summer. Wenn wir draußen im Wald sind, kein Problem. Da ignoriert sie es, sind wir hier in der Wohnung. Alter, dann gehen die Lefzen hoch und da wird Gebiss gezeigt. Und so kenne ich meinen Hund eigentlich gar nicht. Also Cleo ist komplett ruhig, aber unser Anführerkater quasi. Wir haben ja Leo, Gizmo und Salem. Und als wir ja den Hund von dem von dem Papa meines Freundes bei uns hatten. Heute meinst du, ne? Ja. Der hieß Matti, der Hund. Und Leo, da hat man richtig angemerkt, beziehungsweise bei unseren anderen 3 Katern, man hat gemerkt, Alter, die haben keinen Bock auf noch ein Tier. Leo, der Kater faucht eigentlich nie. Er zeigt nie Krallen, er zeigt nie seine Zähne, gar nichts. Als Matti da war, der hat in einer Tour gefaucht, mit dem Buckel drum gelaufen, so einen fetten Schwanz gehabt. Ey, das Tier ist durchgedreht. Es hatte keinen Bock auf noch ein Familienmitglied, weil es hat vor wenigen Monaten erst einen Hasen miterlebt, vor einem Monat dann Cleo. Ey, da war was los. Ja, das ist auch zu viel, ja, das ist zu so, viel. So, und da haben wir dann auch, also mein Freund und ich haben dann auch beide gedacht, gut, egal wie viele Tiere wir noch draußen finden sollten, nochmal ein Tier, jetzt solange wir, warte, wie viele Tiere haben wir jetzt? 5 Tiere haben im Haus, dann noch Fische und Krebse, nein. Da waren wir uns dann sogar einig, okay, selbst mit Kinderplanung, nein. Erstmal einfach nein, das reicht. Es reicht, Welpen zu erziehen. Es reicht, unsere Kater irgendwie durchzukriegen. Das ist viel Arbeit. Wenn wir 2 Tiere weniger haben, irgendwann mal lass ich mir da gerne nochmal drüber reden. Ich möchte nicht dran denken, was ist, wenn Salem stirbt, wenn Leo stirbt. Möchte ich noch gar nicht dran denken. Aber vorher mir irgendwas anderes anschaffen oder... Nee. Nee, kann ich nicht. Ich würde im Dreieck springen. Ich würde es nicht packen, Leo würde es nicht packen. Nee. Wir haben genug. Wir haben genug für ein ganzes Leben. Also für 10, 20 Jahre haben wir mehr als genug Tiere. Na, sagen wir 10. 10 bis 15. Ja, das ist ja auch gut. Schön, wenn sie alt werden. Seid gegrüßt. Ja, das stimmt. Also, ich hole mich jetzt mal aus. Also allein bei Salem hoffe ich das. Achso, ich muss ja hier noch... Helm. Oh ja, nee. Gekochte Karotten, gut. Gekochte Karotten, super. So. Ja, dann verlasse ich auch einmal. Ja, das Schlimmste ist, mich kribbelt so in den Fingern. Ich würde so gern Witcher weiterspielen. Ich würde echt so gern Witcher 2 weiterspielen, aber ich glaube, heute